Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einer neuen Folge Harvest Moon hier auf dem Sonntag. Ich begrüße euch und wir gehen direkt hinein ins Spiel. Wir sind wieder live hier am Start und kontrollieren hier gerade nochmal eben unsere Ausrüstung. Und mir fällt auf, dass der Dings nicht da ist. So, da haben wir nämlich wieder. Das hier ist ja Sommer, das müssen die Tomaten sein, jawohl, genau. Es regnet draußen, das heißt, wir müssen nicht gießen. Können wir gleich mal gucken, ob hier irgendwas ansteht. Heute nicht, aber morgen, und zwar das Fest der Frühlingsgöttin, nachdem wir ja schon das Neujahrsfest verpasst haben. Gut, dann gehen wir mal raus. Auf geht's. So, ich hoffe natürlich, ihr hattet eine angenehme Woche. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr seht schon, Frühling ist da. Wie schön ist es, Mensch und Tier wieder draußen zu sehen. Kater, wer ist ein Kater? Es ist nichts gekommen, schade. Okay. So, unsere Gurken wachsen. Oha. Unsere Rüben sind fertig. Ha! Ja, easy, Freunde. Wir können schon mal das erste ernten dieses Jahr. Läuft bei uns. So, Hund, geh mal weg hier. Sehr schön. So ist das schön. Aus der Hütte rauskommen und erstmal gleich was ernten hier. Gleich ein bisschen Geld verdienen. Nichts mehr drin. Würde mich jetzt interessieren, ob ich diese... Das müssten Steckrüben sein. Sind das Steckrüben? Ich glaube, ja. Rübe, ja genau. Ob man diese Rüben irgendwie noch verarbeiten kann? In Nahrung, also am Herd oder so? Siehste, da muss ich natürlich mal gucken, ob ich jetzt hier irgendwie... Aber ich denke mal, dazu werde ich Holz brauchen. Weil wir hatten das ja, glaube ich, letzte Folge schon, dass ich was bestellen wollte, aber nicht wusste wie, weil ich kein Telefon habe. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Müsste ich mich dann, wenn, nochmal belesen. Ups. Damit ich hier mir auch solche Küchengeräte kaufen kann, wie zum Beispiel so einen Mixer, weil für manche Gerichte habe ich im Internet gelesen, sind diese Küchengeräte, die man hier im Fernsehen kaufen kann, essentiell. Ja, läuft. Das Pony läuft auch draußen frei rum. Dann können wir den gleich mal streicheln und gleich mal miteinander reden. Ja, läuft doch. Das Ding ist voll, Freunde. Das Ding ist einfach nur voll. Sehr schön. Na, rein mit dem Ding hier. Die Rüben hier wenigstens noch da reinbringen. So, jetzt. So, dann jetzt den Rest der Rüben hier auch noch machen. Ihr seht schon, also wenn wir ernten müssen, ist hier ganz schön... Da wird das von der Zeit her schon eng. Wobei man natürlich jetzt sagen muss, dass ich ja viel mehr gepflanzt habe als sonst. Ne? Sonst habe ich ja nicht annähernd so viel angepflanzt. So. Mal hier gleich die Gießkanne schon mal auffüllen für morgen, weil ich denke mal nicht, dass es morgen noch weiter regnet. Jetzt werden wir uns hier erstmal um unsere Tierchen kümmern. Und Hühner. Ein Ei, zwei Ei. Nein, oh Gott sei Dank. Ich hatte nämlich gerade schon auf X gedrückt, aber Gott sei Dank ist das Huhn eben noch so davor gewatschelt. Sonst wäre das Ei nämlich jetzt erstmal weg gewesen. So, weiter geht's hier. So, jawohl. Sind wir auch schon durch. Da oben sind ja dann natürlich jetzt noch zwei. Zwei Eier.
Die haben wir dann auch. Fällt mir jetzt gerade ein, ich bin ja dann auch mal gespannt, wann unsere Kuh dann kalbt. Weil ihr müsst wissen, ich habe, als ich die letzten Folgen aufgenommen habe, das ist schon ein bisschen her, von Harvest Moon. Weil Harvest Moon kann ich im Endeffekt... Ich kann Harvest Moon im Endeffekt voraufnehmen. Es sei denn natürlich jetzt, ich habe eine Abstimmung im Umlaufen, aber... ich bin ja auch doof, jetzt habe ich doch... Naja, gut. Es sei denn, wie gesagt, ich habe eine Abstimmung am Laufen, aber die habe ich auch gerade nicht. Und ich wüsste jetzt auch im Moment nicht, über was ich euch abstimmen lassen sollte. Ihr könnt mir natürlich unbedingt wieder mal ein paar neue Namensvorschläge bringen, wie ich die Tiere nennen soll. Jetzt zum Beispiel die Kuh, die... Das Kalb, was bald kommt, das braucht Namen. Oh, ihr merkt schon, ich bin ein bisschen... So, in 11 Tagen. Mich wird die wahrscheinlich nicht geben. So, hier das Schaf, das ist jetzt hier natürlich... Ja, das Schaf steht jetzt hier natürlich schön drin. Dann werden wir sie nochmal bürsten. Das Schaf werden wir... Aber mit dem Schaf kann ich gar nicht reden. Ha! Mit dem Schaf kann ich nicht reden. Mal weg hier. Jetzt kann ich mit dem Schaf reden. Sehr schön, Sean. Eins, zwei. So. Und so. Dann können wir nämlich auch schon wieder raus. Und was ich jetzt auf jeden Fall machen werde, ist, ich werde jetzt mal gucken, wie viel Holz ich noch habe. 168. Ihr seht auch schon hier... Ah, jetzt bin ich vorbei. Unser Gras ist fertig, unser erstes. Das ist natürlich auch gut, wenn das dann nicht alles auf einmal fertig ist, weil... das wäre dann im Endeffekt für einen Tag zu viel zum Arbeiten. Hier noch ein bisschen Unkraut gleich wegmachen. Wenn wir es hier schon einmal sehen, dann können wir dann hier gleich den Hammer nochmal ansetzen. Und können hier auch gleich nochmal die Steine hier wegkloppen. Das Unkraut lasse ich jetzt hier einfach mal sein. Und dann geht es nämlich jetzt erstmal ab in den Wald und noch ein bisschen Holz machen. 168 Holz habe ich. Müsst jetzt auch natürlich erstmal wissen, wie viel Holz ich überhaupt brauche, aber es wird schon einiges sein. Einiges an Holz werde ich brauchen, um mein Haus erweitern zu können. Weil wie gesagt, das Haus, es fehlt jetzt im Endeffekt nur noch zwei Erweiterungen, das ist das Haus und das Gewächshaus. So. Und das will ich natürlich auch so schnell wie möglich haben. Aha. Okay, also ich muss wirklich bis zu diesem Kreuz oben auf dem Kopf warten. Erst dann kann ich den Holzflock komplett mit einmal weghacken. 3, 4, zack. 1, 2, 3, 4. Sehr schön. Wie einfach das jetzt geht, ne? Wenn ich überlege, früher mussten wir vor dem Winter mussten wir 6-mal draufhauen, damit wir so ein Teil durchbekommen. Das hat einen halben Tag gedauert ungefähr, so gefühlt. Und jetzt gehen wir hier einfach mal easy ganz schnell ran an die Teile, hacken die Dinger kaputt. So, also er ist ja auf jeden Fall zu Hause. Die Frage ist nur, ob er Bestellung annimmt. Tut mir leid, ja, ist natürlich klar. So bin ich eben, ja, das ist auch richtig. Wenn Pause ist, ist Pause. 168, jetzt haben wir 210. Also. Und wie gesagt, das mit dieser
verbesserten Axt. Ich meine, das geht ja schon. Da kann man auch mal fix auf den Tag mal ganz schnell das Zeug hacken und dann ist gut. Das geht schon. Jetzt werde ich aber erst gleich nochmal im Fernsehen gucken. Ich werde nicht im Fernsehen gucken. Ich weiß, was ich jetzt mache. Was ist denn das hier? Spüle? Kochen wir vorbereitet. Bitte warten. Gericht zubereiten. Etwas Neues probieren. Nötige Utensilien. Start zur Wahl der Zutaten. Jawohl. Gericht zubereiten. Gericht hier mit zubereiten. Ja, mal gucken. Ping. Das ist bestimmt wieder schwarz. Es ging daneben. Na, ist klar. Habe ich hier noch? Ja. Gut. Dann essen wir den Bambus halt eben so. Gucken hier aber auch nochmal rein. Nach links. Shogi-Stunde. Die Shogi-Stunde. Heute setzen wir das... Oh, okay. Gut, keine Ahnung, was das jetzt war. Wir machen uns auf jeden Fall hier auf zum nächsten Tag. Ich muss erstmal schon trinken, Freunde. Machen erstmal auf zum nächsten Tag hier. So, verschlafen haben wir auf jeden Fall nicht. Heute ist natürlich hier irgendwie das Frühlingsfest. Da müssen wir natürlich uns beeilen. Wenn wir jetzt in Anführungsstrichen Pech haben. Wir hatten jetzt auch irgendwas mit 20.000. Wie viel haben wir jetzt? 30.000, mal eben locker 10.000. Gut, die Gurken sind schon mal nicht reif, aber die Kartoffeln sind fertig, okay. Alles klar. So, dann lass uns hier mal eben schnell unsere Pflanzen gießen. Ich meine, wir haben jetzt ein bisschen was weniger zu gießen. Ich weiß gar nicht, ob ich die überhaupt noch... Nee. Okay, die Kartoffeln muss ich auch nicht mehr gießen. Das kann ich mir dann also auch sparen. Aber natürlich die Pflanzen hier muss ich noch gießen. Dann sind wir nämlich mit dem Gießen jetzt auch schon durch. Ja, das geht fix, Freunde. Das geht einfach fix. So. Und durch unseren großen Rucksack können wir jetzt, wie gesagt, hier natürlich auch ein ganzes Feld abernten. Das nächste Mal kann ich mir auf jeden Fall merken. Die Kartoffeln können dann auch auf ein komplettes Neunerfeld. Ich dachte eigentlich, das wäre eine Pflanze, die mehrfach wächst. Aber hätte ich natürlich auch dran denken können, weil in echt kann man ja auch nicht Kartoffeln anpflanzen und dann welche abnehmen und ein paar Wochen später neue ziehen. Das geht halt auch nicht. Insofern hätte mir ein bisschen logisches Denken in dem Fall nicht geschadet, aber... Macht jetzt nichts. Huch. Ich weiß da natürlich Bescheid. So, da heute ein Fest auf dem Marktplatz stattfindet, wird heute auch der Supermarkt nicht offen sein. Morgen ist Dienstag, das heißt, morgen hat er auch nicht offen. Also können wir dann am Mittwoch, das mache ich dann nämlich auch, da hole ich mir nämlich am Mittwoch nochmal ein paar, was weiß ich, zwei Rüben oder so. Zwei Saatgut von Rüben. Und hier nochmal die Kartoffeln, die ich jetzt hier abgeerntet habe, die kommen dann auch nochmal mit rein. Weil ich sag mal so, 8 Tage zum Wachsen. Das ist jetzt nicht die Welt, ne? Zack. Aha. Das ging also hier rein. Gut, dann machen wir es jetzt so. So. Gluck, gluck, gluck. Ab zu den Hühner. Die Musik ist so schön. Das Beste auf dem Sonntag früh ist die Musik von Harvest Moon, finde ich. Natürlich, das muss ich jetzt sagen, was jetzt kommt. Auf jeden Fall ist Harvest Moon die beste Möglichkeit, um in den Tag zu starten. Und wenn man es dann nicht mal selber spielen muss, sondern es anguckt, so wie ihr gerade, dann ist es natürlich noch besser. So. Die Mayonnaise machen schön. Aber am allerschönsten ist einfach nur, wie ich hier sitzen kann und aufnehme. Weil ich halt eben auch richtig entspannt jetzt so in meinem Bürosessel hier sitze.
schön nach hinten gelehnt, die Lehne ganz weit nach hinten gestellt, so ungefähr, dass ich schon bald halb drin liege. Und dann hier einfach nur, ihr hört es auch schon an meiner Sprechweise, wie entspannt ich bin und wie entspannt ich quasi hier sitze. Das kann man hören. So, und ihr seht auch schon, die Mayonnaise-Behälter, die wir hier rauskriegen, die werden auch immer größer. Das heißt, am Anfang hatten wir noch immer ganz kleine manch dabei. Aber umso älter die Hühner werden, umso größer werden die Eier, umso normaler wird dann die Mayonnaise. Und das hat dann alles diese große, sind dann alles diese großen Flaschen. So, jetzt brauche ich hier nur noch eins. So. Nein! Der letzte ging Tatsache daneben. So. So, dann wollen wir mal zu unserer Kuh, unserer Bertha und unserem Sean gucken. Vielleicht treffen wir unterwegs noch den Hund. Also hier irgendwie in der Umgebung ist der Hund auf jeden Fall nicht. Ich habe gerade vergessen zu linken beim Laufen. Hallo! Bleib mal hier, Junge. So. Genau, werd schnell groß. Hier, das können wir ja auch nochmal gießen. Kann ja auf jeden Fall nicht schaden. So, jetzt aber ab hier, dass ich dann schnell runter zum Dings komme. Es scheint in etwa 10 Tagen soweit zu sein, Bertha. Genau. Was war das denn jetzt? Oh. Na, das freut uns aber. Unser Schaf gibt Wolle. So, jetzt wirst du nochmal gebürstet. Und dann geht die Wolle nämlich hier ab. Ach, apropos, ich könnte doch mal zum Schmied gehen. Ja, ich könnte zum Schmied gehen eigentlich und könnte sagen, hier Schmied, mach mir mal irgendwas für Milch oder für Wolle. Dam, 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 da, 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 da. Dab, dab, dam. Bam, 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 bam. Sollen wir anfangen? Ja, bitte! Dab, 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 da, lab, dab, da, la, lab, da, dab, da, da. Und eine davon können wir uns aussuchen. Eine davon soll später mal unsere Frau werden. Das werde ich auf jeden Fall in Jahr 3 in Angriff nehmen. Irgendwie, ich weiß aber noch nicht wie. Ich weiß nur noch nicht wie. 6 Uhr abends, gegessen habe ich jetzt nichts, also es kann auch gut und gerne sein, dass wir jetzt verschlafen. Werden wir sehen. Nö, wir haben nicht verschlafen. Läuft bei uns. Gibt's hier irgendwas Tolles? Nö. Naja, morgen wird's auch wieder sonnig. So, es ist erst wieder am Sonntag was, und zwar Erntedankfest. Gib Mädchen Kekse, um ihnen deine Zuneigung zu zeigen. Okay, da wäre es natürlich geil, wenn wir Kekse backen könnten, ne? Da müsste ich auf jeden Fall nochmal im Internet recherchieren, wie man Kekse macht. Oh, unser Freund Wann ist wieder da. Heute habe ich dir etwas ganz Besonderes mitgebracht. Wahrscheinlich einen Apfel oder was. Das heißt, ja, ist klar. Er ist sehr lang bereit. Ja, ich bin bereit. Super, ultra, prima, lecker, schmecker Apfel. Puh, das ist aber der Name. Du wirst schon verstehen, wenn du ihn erst probierst. Ja, komm, ja, wir kaufen das Ding, ist egal. Sehr schön. Wunderbar. Ich hätte nicht gedacht, dass... Nein, nein. Was ich sagen wollte, ist, du bist ein Experte. Ich muss gehen. Genau. Diesen Apfel legen wir aber mal in den Kühlschrank.
Den können wir nämlich mal essen, wenn wir an einem Tag ganz erschöpft waren. Oder ganz erschöpft sind, weil wir viel gemacht haben, was weiß ich. Wir waren Erd suchen, haben viel Zeug gemacht, keine Ahnung. Die sind noch gut, hoffe ich. Jawohl. So, weil theoretischerweise könnten wir ja Kekse backen. Wir haben jetzt mal so rein vom Logischen, ne? Wir haben Eier, wir haben Mehl. Mehr brauchst du ja eigentlich nicht. Also, was anderes gibt's ja hier nicht. Zucker gibt's hier nicht. Milch höchstens noch, ne? Um Kekse zu backen, das wäre vielleicht ganz gut. Nur werden wir jetzt wahrscheinlich auf die Schnelle keine Milch kriegen. Weil eben unsere Kuh trächtig ist und da gibt die Kuh keine Milch. Pup. So, dann wollen wir hier mal eben gießen. Ich darf dann auf jeden Fall nicht vergessen... Die dumme Sau hier. Ich glaube, ich bin... Wo leben wir denn? Hallo Pony. Mal kurz gebürstet hier und dann geht's hier aber auch schon mit dem Gießen weiter. Diese Gießkanne ist ein Traum, Freunde. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schön entspannt das hier gerade ist, wenn die Gießkanne so toll ist wie unsere. Nein! So. Jetzt. Sehr schön. Wieder voll machen, die ganze Karre hier. Hier unten wird ja dann im Sommer, das hatte ich ja gesagt, Mais angebaut. Das wird auch witzig. Ich meine, im Sommer haben wir natürlich richtig zum Gießen. Ne? Also da werden wir wahrscheinlich auch mit der neuen Gießkanne erst um 11 fertig sein mit Gießen. Weil, wie gesagt, der Mais muss gemacht werden. Was ja dann unser Hühnerfutter sein soll. Ich meine, wir wollen ja auch ein bisschen Geld sparen. Wir wollen ja weitestgehend autark leben. Wir wollen ja nicht die... unser hart verdientes Geld zur Hühnerfarm schleppen, nur um dort Hühnerfutter kaufen zu können, was wir ja im Sommer... Jetzt habe ich die Mayonnaise gefressen, Alter, bin ich bescheuert. Nur weil wir im Sommer zu faul sind, ein bisschen mehr Arbeit zu leisten, um unser Futter selber herzustellen, weil im Endeffekt, wir müssen das nur anpflanzen, einmal am Tag gießen und dann halt eben abernten und da hinten reinschmeißen in den Mühl und dann zack, ja, haben wir Hühnerfutter gemacht. Und das Schöne ist, es reicht halt auch noch. Es waren ja hier noch vor ein paar Tagen noch 168 Stück im Lager. Ach nee, das war Holz. Na gut. Wenn wir ja gleich sehen, wie viel drin ist. Ich guck gleich mal, wenn ich draußen bin. Auf jeden Fall, ich finde es auch immer irgendwie schade, dass wir nur in Anführungsstrichen 3 Tage meistens schaffen. Schaffen ja eigentlich immer nur 3, maximal allerhöchstens 4 Tage, aber das ist, war ja auch nur im Winter so, dass wir so viele Tage auf einmal geschafft haben in einer Folge. Aber ich will die Folgen auch nicht länger machen. Nur damit wir hier irgendwie mehr Tage schaffen oder so, das muss nicht sein. Das ist so, wie es jetzt ist, schon ganz gut. Unsere Wiese ist auch komplett gewachsen, die muss dann jetzt... Ist alles easy hier. Mal gucken hier, wo wir hier sind. Da war die Bürste, alles klar. Da, hier ist die Bürste. So, es scheinen etwa 9 Tage soweit zu sein. Sehr schön. Genau. Du kriegst hier auch noch den Dings. So. So, dann wollen wir jetzt mal gucken, wie viel Hühnerfutter ich noch habe. Hühnerfutter... 294 und 171 Futter für Kühe und Schafe. Das Ding ist, ich würde ja auch mal so Fische irgendwie machen, aber ich habe das noch nie hingebracht, dass ich irgendwie Fische kriege. So, ich glaube auch hier dieses Zeichen unter rechts neben meinem Namen ist, ob wir noch gut dabei sind oder nicht. So, Kartoffeln 174, wir müssen dann... Warte mal, was ist denn hier Frühling? Jetzt muss ich mich erstmal hier zurechtfinden. Gurken sind Frühling. Das ist Frühling. Auf jeden Fall haben wir schon 265 Mayonnaise abgegeben, das ist natürlich eine Menge. Ach ja, genau, aber wo ich gerade die Wolle und den Käse sehe. Haben wir hier eigentlich was gekriegt? Nee.
Nein. Okay. Wo ich hier gerade die Wolle und den Käse sehe, gehe ich jetzt erstmal zu meinem Küchenschrank hier. Was kann im Küchenschrank sein? Ja, Freunde. Wir gehen erstmal hier hin und holen dieses Metall hier raus, weil wir gehen jetzt mal zum Schmied. Und dann werden wir mal gucken, ob der Schmied Donnerstags geschlossen, ob der Schmied uns so eine Gerätschaft halt eben bauen kann, wie er es für einen Hühnerstall gemacht hat schon. So eine Mayonnaise-Geschichte, so eine Käserei hier oder was weiß ich, eine Spinnerei, was weiß ich, was das ist. Hm. Weil das wertet ja dann die Wolle oder die Milch halt nochmal auf. Hm. So, da wollen wir mal gucken hier. Na, das ist doch Helmut von der MFZ-Farm ist, genau. Käseautomat. Muss ich bauen lassen. Dafür brauchst du Adamanit und zwar 20.000. Ja. Okay. Habe ich gerade gekauft. Jetzt haben wir nur noch 10.000. Ja gut, ist egal. Dafür ist die Kohle da. Raus mit dem Zeug. So, dann gehen wir nämlich jetzt noch Holz hacken. Und dann ist die Folge auch schon wieder rum. Würde ich sagen. Erst Holz hacken und dann abpennen. Dann ist die Folge nämlich schon wieder vorbei. Dann ist schon wieder eine halbe Stunde rum. Wahrscheinlich wird es ein bisschen mehr als eine halbe Stunde. Oh, ein Eichhörnchen. Das Eichhörnchen, geil. Wahrscheinlich, wie gesagt, wird es ein bisschen länger als eine halbe Stunde gehen. Macht aber jetzt auch nichts, finde ich zumindest. Ist jetzt nicht so schlimm. Auf jeden Fall müssen wir, muss ich was mitnehmen dann für das Erntedankfest. Beziehungsweise, wo dann hier irgendwo steht, dass die... Lol. Wo dann hier irgendwo steht, dass alle Dorfbewohner irgendwie zusammen kochen oder so. Da muss ich auf jeden Fall irgendwas mitbringen. Eine Gurke vielleicht, eine Kartoffel, mal gucken. Mal gucken, ob wir dann schon wieder Kartoffeln haben morgen. Also am nächsten Tag jetzt darf ich auf jeden Fall nicht vergessen. Ja, neue Kartoffelsaat zu kaufen. So. War hier nicht immer auch nochmal einer? Nö, ich dachte. Ich dachte, dass hier unten irgendwo auch immer nochmal einer gewesen wäre. So, hier die Hütte ist auf jeden Fall offen. Vielleicht kann er jetzt schon neue Bestellungen annehmen. Ha! Jawohl. Wohnhaus erweitern. Jetzt bin ich gespannt. 10.000 und 750. 750 Stücke Holz. Da sind wir dann wahrscheinlich bei 1.000 Gold, 1.000 Holz für... Da sind wir dann wahrscheinlich bei 1.000 Holz, wenn wir dann das Gewächshaus machen. Aber das macht nichts. Das ist egal. So, wie viel Holz haben wir? 750 brauchen wir. 202. Oh. Oh. Wenn ich rechne, dass ich am Tag 50, ca. 50 Stücken Holz kriege, wie viel brauche ich noch? 500? Das sind 10 Tage, ne? 10 Ingame-Tage, dann haben wir die 500 Holz, die uns jetzt noch fehlen zusammen. Dann können wir in 10 Ingame-Tagen ungefähr, wenn ich jetzt jeden Tag wirklich noch das Holz hacke, unser Haus erweitern lassen. Easy, Freunde, easy. Ich sage auf jeden Fall schon mal danke fürs Zugucken. Habt noch einen schönen Sonntag. Lasst euch das Mittagessen schmecken. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, haltet mir die Treue. Bleibt gesund. Ciao, tschüss. Euer Helmut.